Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Final Fantasy 2 auf dem NES Version 1.0 von den Star Trends übersetzt, beziehungsweise speziell vom Felix Down. Mhm. Mit dabei ist der Kill Bill 152. Ich begrüße ihn. Ja, yeah, das war genau. Crazy. So, wir sind im letzten Part hier ein bisschen sinnlos rumgestochert und haben dann entdeckt, wo unser Fehler lag. Man muss hier wirklich immer mit allen Leuten sprechen, dann gucken, was man von denen lernen kann. Mhm. Speziell von der Prinzessin, die da sagen kann, Luftschiff, Kriegsschiff, Zahnbürste, Waschlappen. Ja, so eine Sachen halt, ne? Yep. Und das muss man alles erst lernen, weil unser Charakter kann nämlich bloß einzelne Wörter sagen. Ja. Die er halt vorher von den Leuten sich abgeguckt hat. Das ist halt ein Nee, das ist wie mit kleinen zweijährigen Kindern. Auto! Wurst! Auto! Gesichtswurst! Conchita Gesichtswurst. Ja, genau. Hast du das mitbekommen? Ja, dass es dann irgendwie tatsächlich für nach dem Grand Prix der Eurovision. Ja, ja, hab ich gesehen, ja. Bei diversen Fleischern eine Conchita-Wurst zu kaufen gehabt. Ach, die gab's dann wirklich? Okay. Ja, fand ich. Ich hab die nie live gesehen. Oh Mann, ey. Ich hab die nur als Foto gestartet. Das ist ein bisschen der arme Name. Also die arme Dame mit Bart. Ne? Der Bart. Ja. Da fällt mir die Folge von den Simpsons gerade ein, wo dann Homer in der Wanne drin sitzt und Bart ist irgendwo unterwegs und dann, Dad, hilf mir oder irgend sowas, habe ich zumindest so in Erinnerung. Und dann sitzt dann Homer in der Wanne, Bart. Ah ja, genau. Und fässt sich dann so ins Gesicht, nein, ich habe keinen Bart. Okay. Fand ich geil. Fand ich richtig gut. Premium sozusagen. Ein richtiger Premium-Scherz. Okay. So, jetzt sind wir mal gespannt. Haben wir es eigentlich? Da, guck mal, ja, wir müssen jetzt... Ja, doch. Naja, so ein bisschen nach rechts, ja, da wo ja, halt das Schiff ist. Die Zuschauer werden wahrscheinlich genau wissen, was das ist. Die haben auch alle wahrscheinlich den Walkthrough vor sich und sagen dann, Mensch, du, und da muss er doch jetzt eigentlich lang und da hat er das schon wieder vergessen. Die sagen dann, Push it real. Der kann ja überhaupt nicht spielen, ne? Hat überhaupt keine Erfahrung, Final Fantasy 2 spielen. Nein, habe ich auch nicht. Nein, wir machen blind. Ich habe eine News gelesen, das ist ein Full Blind bei mir sogar. Ich mache die Augen zu beim Spielen. Cool, ich habe eine News gelesen zum nächsten Final Fantasy. Ja. So wie 14, 15, 2000 oder so, keine Ahnung. Das besinnt sich wieder zurück auf die ursprünglichen Final gelesen. Fantasies, ja. Wo dann wieder das Jobsystem reinkommt. Fand ich eine coole Idee, weil das Jobsystem finde ich ja besonders toll. Mit Krieger, Jäger, Schwarzmagier, ja, Weißmagier, Rotmagier, Blaumagier, ja, Grünmagier, Pinkmagier, Magier. Aber dann nicht wie bei Final Fantasy X2, wo du dann quasi ein Charakter dann 5 Klassen kann. Sondern mehr oder weniger will ich dann auch verschiedene Charaktere haben. Mhm. Frag Sid, er weiß alles über den Zerstörer. Sag Mondglocke. Ah nein, guck mal, wir sind das letzte Mal. Wir haben schon Mondglocke gelernt. Ja, also. Scheiße, hier waren wir schon. Jetzt fällt mir wieder total ein, wo wir eigentlich waren. Pass mal auf, wir waren nämlich schon da oben an dem Schiff. Ja, ich weiß, da waren wir. Und wieso sind wir dann? Und dann. Da müssen wir auch wie geht's jetzt weiter? Da müssen wir ja auch hin zum Schiff. Ach, wir waren ja schon da. Und dann haben die gesagt, wir fliegen jetzt weg. Ach so, pass auf, der einzige Mensch, der Sternfeuer zu transportieren. Nur in der Altea, Prinzessin Richter, Sternfeuer. Um weitere Informationen an Sternfeuer zu erhalten, müsst ihr nach Kashun, wo es seit Urzeiten verwahrt wird. Hatten wir das Sternfeuer schon gut? Ja, ich glaube schon. Sprecht mit Sid und erzählt euch, dass ein Luftschiff... Komm, wir gehen nochmal zurück, ist ja egal, wir waren hier zuletzt bei den Ach Grünchen. Doch, der erzählt uns, dass das Luftschiff mit Sternfeuer betrieben wird, wenn wir sollen nach Kashun. Die eine Möglichkeit, das Sternfeuer zu transportieren, besteht darin, die magische Laterne zu benutzen, die in Kashuns Schloss versteckt ist. Wo ist... Ach, Kashuns Schloss, das ist das in der Mitte da. Kashun Schloss? Geh mal auf Karte. Ich hab gerade keine Karte, ich hab ja gerade geladen. Nochmal. Nein, geh mal... Weil der Weg doch so weit war. Geh mal Karte. Wir müssen zu Kaschun Schloss. Ja, geht ja nicht hier. Ich weiß wieder, wo wir müssen. Ja, geh halt raus. Das geht nicht. Wir müssen auf die Weltkarte. Ach, erstmal, damit wir den große Karte aufmachen können. Ach, ja. Mit dir. Das ist wieder ein absolutes Highlight Premium Let's Play, was wir gerade machen. So. Fehl. Da. So, geh mal rechts hier. Ach Quatsch, wo bist denn du? Nee. Du bist ja da unten. Ich hab doch gerade gesagt, ich habe neu geladen. Geh mal hoch. Du Scheiße, ey. Wir waren halt richtig, jetzt nicht nochmal neu laden müssen. Voll für den Arsch jetzt, ne? Was ist das? Nee, hier war kein Schloss in der Nähe. Ja, geh hoch. Ja, und weiter rechts. Oh, da können wir ja gleich hinlaufen, solange sie wie das hier geht, ey. Warte mal.
Gut, so. Ging schneller. Rechts. Ja, ich habe auch einen Frameskip in dem Moment gemacht. So, wohin? Rechts, weiter rechts. Weiter rechts. Weiter. Runter. Links. Hoch. Da in der Mitte, in dem Kreis da. Der Kringel? Ja, da drin ist ein Schloss. Da müssen wir hin? Lass mal hin. Boah, hätte ich ja gar nicht laden brauchen. Nee. Premium. Egal. Jetzt haben wir Premium-Zeit. Na, dafür machen wir Frameskip, Leute. Komm, dann machen wir jetzt Expansion. So, guck mal, wir nehmen jetzt hier ein Schiff. Ja. Oder mit Luftschiff können wir uns, glaube ich, schon hinfliegen lassen. Sogar. Aber es ist richtig. Unbekannt. Aber es ist richtig. Bei dem Schiff müssen wir zum Luftschiff. Mit dem Schiff können wir uns zum Luftschiff fahren lassen. Genau. Wir nehmen jetzt das Schiff und gehen damit zum Luftschiff. Und mit dem Luftschiff? So, let's go. So. Genau, und da können wir das Luftschiff nehmen. Ich liebe den Frameskip, Alter. Was hat man früher nur ohne Frameskip gemacht? Das wünsche ich mir manchmal bei manchen Spielen. Ich denke mir sowieso manchmal irgendwie, früher hatten wir irgendwie mehr Zeit, kann das sein irgendwie? Also mehr Ruhe irgendwie so. Mehr Geduld vor allem. Ja, ne? Ich glaube. So, jetzt gehe ich zu dem Assistent, den kann man ja kaufen. Genau. Wo wollt ihr hin? Bofas, Salamando, Semis, Kashun. Kashun, ja. Das Schuftlüft wartet vor der Stadt. Ja. Und zwar, heute doch wirst du von der Arbeit immer so gestresst und so, weißt du, wie ich meine? Und du hast eigentlich keine frische Freizeit mehr, so, weißt du? Da guck, das ist es. Ja, da gibt's ein Handy. Da gibt's ein Handy und so, und das ist genervt und das klappt alles damit. Genau, richtig. Na, perfekt, mach gleich mal ein Safe da hier. Ah, nee, brauchen wir ja nicht. Oder. Ich mach mir hier ein Safe gleich nochmal. Ich kann so tun. Ja, dann mach das so. War ich nicht irgendwo so eine Schokobo-Farm? Ja, hier unten im Wald. Und mach erstmal Kashun, okay? Das machen wir dann gleich. Ja, wollen wir da nicht mit einem Schokobo reinrennen? Ach, okay. Schokobo ist doch ein bisschen verwundbar, damit du beide Entfernungen ohne Gegner absolvieren kannst. Ach so, okay. Dafür ist das Schokobo gedacht. Das ist das Schloss Kashuon mit Feuer. Ja. Es ist das Sternfeuer. Das sollen wir ja lernen. Mondglocke. Nee, das sollen wir auch mal lernen. Ach nee, haben wir schon gelernt. Und das müssen wir das müssen wir. Ich will gucken, ob das irgendwas zu uns sagt, wenn ich irgendwas Bestimmtes sage. Lerne, nichts zu lernen. Ah, nee. Die einzige Möglichkeit, Sternfeuer zu transportieren, besteht darin, eine magische Laterne zu benutzen, die in Kashuons Schloss versteckt ist. Ah, okay. Oh, neue Gegner? Nein, keine neuen Gegner. Da Kashuons Tore jedoch versiegelt sind und Gordon während des Angriffs des Zerstörers geflohen zu sein scheint, müsst ihr zunächst die Mondglocke suchen, ein magisches Instrument, von dem erzählt wird, es könne mit seinem Klang jede Tür öffnen. Diese Glocke wiederum ist in einer Höhle in den Schneefeldern versteckt, die für jeden unzugänglich sind. Sarah schickt euch also erneut nach Salamando, um Josef um Rat zu fragen. Wir müssen nach Salamando. Aber wir müssen irgendwie, anscheinend ist das so ein Trigger-Event. Wir müssen das Feuer schon mal in dem Schloss anblicken, weißt du, wie ich meine? Meinst du? Ja, ja. Dass die wissen, dass wir hier waren. Boah, das ist ja absoluter Bullshit. Aber wir waren jetzt. Okay, da können wir jetzt aber mit dem Schokobo fahren. Laufen. Ja, auf jeden Fall, das machen wir auch. Guck mal, jetzt. Und dann gehen wir nach Salamando. Weißt du noch, wo das war, Salamando? Da oben in der Mitte, ja. So ein bisschen. Ah, ja, okay, da weiß ich, glaube ich, wo. Ja, da oben. So, warte mal, die Medizin packen wir noch ein. Die Medic. War die nicht hier irgendwo? Warte mal. Ja, da links, ein bisschen links unten. Ja. Nee, ganz unten, nicht ganz unten. Irgendwie in der Mitte so ein bisschen. Oh Gott, ey, das Kämpfen dauert echt scheiß lange. Ein bisschen hoch, dann noch. Aber ein bisschen auf der richtigen Höhe. So, ein bisschen hoch. Richtig breite, meine ich. Nee, du bist zu weit rechts, Mann. Da links unten im Bereich ist es. Bisschen höher. Ich versuche das jetzt gerade systematisch durchzulaufen, weißt du? Ja, jetzt bist du schon ganz gut. So. Ja, komm, scheiß hier drauf, Alter. Ich brauch den ganzen Quack hier nicht. Oh, wenn du auf deiner Tastatur rumhaust, das kommt ja übel mega. Bum. Na, ich guck jetzt nochmal ganz genau, wo das war. Und ja. Ich glaube, das war weiter mittig. Nee. Doch. Ach, hast recht, das war mittig. Weiter unten rechts mittig. Hast du so recht? Hier? Ich hab's gefunden. Yay.
Ja, so, dann Schoki! Schoko, komm her! Musst du den ja ganz zufällig treffen? Wie zufällig treffen? Nee, läuft ja immer so ein Schoki. Oh, Alter, komm her, du Arsch! Du Arschgeburt! Arschgeburt! Wann krieg ich den? Ja, klar kriegst du den, du musst ihn fangen. Nee, wann? Nein, du kriegst jetzt! Einfach rausgehen wieder. Und Rotglocke. Hab ich den jetzt? Nee. Einfach wieder raus. Sollst du ihn fangen und wieder rausgehen? Jetzt hast du ihn. Nee. Nein. Nicht. Nee, doch. Achso, nichts heißt ja. Jetzt Schokobo gefangen. Oh. Nee, da gibt's nichts. Hast du ihn gefangen, jetzt kannst du rausgehen. Achso, da passiert nichts weiter. Nee. Später dann. Okay. In neuer. Da ist er. So. Yeah. Schokobo Action. Jungs gegen an. Und für alle, die sich jetzt wundern sollten, warum ich denn weiß, dass da die Schokobo-Farm ist, obwohl man es im LP noch nicht gesehen hat. Ach. Das liegt daran, wir hatten schon mal eine Aufnahme, die ich dann verworfen habe, weil die für den Arsch geworden ist dann. Genau. Ne? Und genau. Da bin ich auch schon mit dem Schokobo rumgerannt, nämlich genau mit dem hier. Das ist Fred. Ja, Fred, haben wir Fred genannt. Und Fred ist cool. Alfred. So heißt ja dann, wenn den jeder benutzen darf. Alfred Jodogus. Wenn ihr nur einer benutzen darf, dann ist das ein Fred. Alfred Jodogus Quark. Und zwar meinst du folgende Stadt? Die jetzt hier kommt, die da. Korrekt? Ja, das müsste Salamander sein. Und weg ist der Schokobo, der haut dann nämlich ab, wenn man klickst. Guck mal, der Pocherbomb eigentlich so innen. Bringt das Mithril rasch zu Sarah. Mein Mann ist gerettet, danke. Wir sind gerettet, danke. Mein Mann ist gerettet. Ich will wissen, wie die fucking Stadt hier heißt, ihr Arschgies. Ich liebe Josef, deine Mutter ist Josef, oh ja, Junge. Josef ist gut, ja. Wir sind in der richtigen Stadt, weil wir müssen jetzt irgendwie was mit Josef machen. Und zwar, Josef ist mittlerweile da, ihr Nelly, warte mal. Sarah schickt euch also erneut zu seinem Mann, um Josef um Rat zu fragen. Josef ist mittlerweile da, ihr Nelly befreit habt von euren, also da muss er irgendwo... Ah, hier. Meine Tochter ist gerettet, verzeiht meine Schroffheit vorhin. Ich war so besorgt, wie kann ich euch helfen? Mondglocke. Die Mondglocke? Ja. Sie ist im Norden in den Schneefelder versteckt, aber ohne meine Schlitten könnt ihr das Schneefeld nicht betreten. Hm. Er ist in einer Geheimkammer in der Semishöhle verborgen. Beim blauen Stein, ich zeige es euch. Josef kommt mit. Ja dann, ab zur Semishöhle. Geilo Scheiße. Also waren wir auch schon mal drin. Echt? War das die Höhle? Mhm. Hat die nicht aber irgendwo in den Schneefeldern gesagt? Nee, danach geht's in die Schneefelder. Komm, du blöde Kuh, hau ab, ey. Lass mich raus. Musst du überlegen. Wir brauchen also quasi... Ich glaube, die Schneefelder sind doch jetzt nördlich von uns. Nee, wir müssen ja erstmal in die Semishöhle diesen Schlitten holen. Du musst es ja jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir müssen quasi, um in das Schloss Kaun reinzukommen durch die Tür, brauchen wir eine Mondglocke. Um die Mondglocke zu erhalten, brauchen wir einen Schlitten, weil der in den Schneefeldern gebraucht wird, um da weiterzukommen. Und den Schlitten wiederum, den finden wir in der Semishöhle. Ja, cool. Also es ist wirklich wegen, naja. Also wirklich um die Ecke gefahren. Aber dem Spiel kann man es jetzt nicht wirklich so vorwerfen. Ja. Das es zählt ja nicht umsonst als eines der der schlechteste. Aber einer mit der schlechtesten Teile. Wer war der schlechteste Teil? 13? Nee, aber der war auch schlecht. Nee, aber so von den alten her war der schlechteste die 5 und die. Und der hier. Ich fand die 5 gar nicht so schlecht. Hm. Naja. Musst du mal die 6 spielen, da merkst du schon einen extremen Unterschied. Ja, das schon. Nee, nicht nur weil es der 6 ist, sondern auch geschichtlich und so, weißt du, wie das Story ist. Ja. Ach hier, da oben der blaue Stein, guck an, ey. Wo ich mich gefragt habe, ey, was denn das für ein Scheiß? Das ist der Schlitten. Echt? Ja, jetzt gib mir das Scheißding her, ja, meine Fresse. Ach. Hat er doch gesagt, ja, genau. Nichts. Nichts. Du bist so richtig dran gegangen. So Josef, mach jetzt mal was hier, Arsch. Josef! Gib Action, mein Freund! Okay, dann lese ich mal vor. Schneefelder versteckt hat, mit dessen Hilfe ihr Schneefelder überqueren könnt. Außerdem erklärt er sich bereit. Nein! Was denn?
Ich wollte eigentlich auf I drücken, habe aber stattdessen auf P gedrückt, um wieder den Spielstand zu laden. Aber das ist jetzt ja nicht das Problem. Ja. Leute, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn ich genau an dieser Stelle bin. Macht's gut, bis dahin und tschaußen. Yo.